Ich bin heute im Gespräch mit dem Günter Koller, Geschäftsführer eines Installateurbetriebs und Politiker. Wenn ich Politiker sage, stellt die meisten Zuseher jetzt die Nackenhaare auf. Politiker, das ist das, der mir das Blaue vom Himmel verspricht und nachdem ich ihn gewählt habe, nichts mehr einhält und mir sagt, was ich zum Tun habe, oder? Wie siehst du die Politik? Ja, es ist eigentlich auch so, deswegen bin ich in die Politik gegangen. Weil ich der Überzeugung bin, wenn man nicht zufrieden ist mit der politischen Arbeit, die passiert, dann muss man sie selbst machen. Denn wenn man darauf wartet, dass irgendjemand kommt und sagt, ah, ich verspreche dir das und das, eben damit der Enttäuschung, die habe ich mit meiner 57er schon oft genug hinter mir, dann kommt das raus, wo wir jetzt sind. Deine Partei nennt sich die Freidemokraten. Ja. Da wird sicher öfter zu Verwechslungen kommen. Ja. Was unterscheidet dich zu herkömmlichen Parteien? Dass wir eben nicht versprechen, dass wir etwas für die Menschen tun, sondern, also jetzt direkt, dass wir irgendwelche Geschenke machen, sondern nach dem Motto, wähl mich und dann bekommst du ein Auto oder eine Wohnung oder einen Job oder solche Sachen oder eine Steuersenkung. Sondern unsere politische Arbeit ist eigentlich ein Umdenken zu erreichen in der Gesellschaft, nämlich dorthin, dass man selbstständig wird, und zwar im Handeln und Wirken. Das beginnt im Kopf drinnen, das heißt Mut machen zum Selbstdenken, zum Freidenken, ja, um nicht die Entscheidungen der Politik zu überlassen, sondern die Politik so weit zurückzudrängen, dass man das tun kann, was man will. Okay, das bedeutet, also dein Ziel ist, dass es dich gar nicht mehr braucht. Ja, das ich verstehe. Also, kommt ja oft auch raus bei Wahlveranstaltungen, in den Gesprächen, wenn man das Programm zusammenfassend erklärt, sagen dann manchmal die Passanten, naja, wenn sie das alles macht, was ihr sagt, dann braucht es euch ja nicht mehr. Ja, genau, um das geht's. Okay. Selbstbestimmung, reden wir da von einer Richtung direkte Demokratie, Vorbild Schweiz? Oder? Unbedingt, also es geht ja nur, Selbstbestimmung benötigt auch eine Mitbestimmungsmöglichkeit und das bedeutet, dass man so zu den wesentlichen Sachen in einer Gesellschaft, weil das ist eben halt schon die friedliche Variante der Demokratie, dass man mitbestimmen kann. Aber die Demokratie, die wir hier haben, hier in Österreich, die repräsentative Demokratie, sehen wir ja, wo sie hinführt. Man wählt einmal, mittlerweile für 5 Jahre, also wie ich noch in die Schule gekommen bin, waren es nur 4 Jahre, oder dazwischen ist dann mal abgekürzt worden auf 4 Jahre, da hat man wieder gesagt, 5 Jahre muss die Legislaturperiode sein und man gibt die Stimme ab und dann stellt man fest, in den 5 Jahren, die entscheiden über Sachen, die ja eigentlich gar kein Thema waren bei der Wahlkampfveranstaltung oder im Wahlprogramm oder sonst irgendwas. Und da wurschteln die halt dahin und entscheiden über unser Leben hinweg. Und wir können nicht mitbestimmen. Das ist ja ganz aktuell, ist zum Beispiel das Letzte, was also mich als Demokrat wirklich sehr, sehr wütend macht eigentlich. Mhm. Ist, also da hat es gegeben das Volksbegehren für Euratom. Ja, das war ja also vor kurzem und das ist jetzt diese Woche im Parlament behandelt worden. Und inhaltlich ist auch, dass man über den Ausstieg zum Euratom eine Volksabstimmung macht. Und das gesamte Parlament, also kein einziger Abgeordneter im Parlament, hat diese vom Volks unterstützte Begehren, nämlich das Volksbegehren hat ja die notwendigen Stimmen bekommen, damit es behandelt werden muss im Parlament. Und kein einziger Mandatar im Parlament hat sich dafür eingesetzt, dass eine Volksabstimmung darüber gemacht wird, ob wir bei Euratom bleiben oder nicht. Und das ist eines der typischen Beispiele, wie es eben in diesem Land zugeht, warum die Bevölkerung daran zweifelt oder verzweifelt. Also es hat keinen Sinn, irgendwas zu machen oder irgendwo zu unterstützen oder irgendwo zu hinzugehen, weil die machen was wollen. Na klar machen die was wollen, wenn man sie machen lässt. Also deswegen ist es die Aufgabe, nicht zu sagen, ich gebe jetzt meine Stimme ab und warte auf was rauskommt, sondern ist mein Aufruf ständig, du musst Partei ergreifen, deswegen unsere Einladung immer von uns Freidemokraten, macht es mit uns, weil wir Rahmenbedingungen haben, auch die Erfahrung haben und das eine oder andere Know-how schon gesammelt haben. Und geh selber ins Parlament. Und zwar beginn damit bei dir zu Hause, im Gemeinderat, im Bezirksrat, wo auch immer. Beginn selbst
aktiv zu werden, um die Ideen, nämlich diese Selbstbestimmung und die Mitbestimmung zu ermöglichen. Nimm mir vielleicht das her, was du vorher gesagt hast, man gibt seine Stimme ab und nachher lässt man sie nur mehr befehligen. Ist das nicht vielleicht genau das, das viele Menschen eigentlich auch wollen? Ich gebe das ab und habe dann nichts mehr zum Denken, die Verantwortung übernimmt wer anderer, weil in der Corona-Krise passiert genau das. Ja. Ja. Ich glaube, so einfach werden wir es in den Wochen kennen. Das beginnt eigentlich in der Kindheit, dass man den Kindern das selbstständige Denken und Handeln aberzieht. In der Schule ist es wichtig, das zu lernen, was der Lehrer sagt. Und das geht dann in die ganzen Jahre weiter. Und da fällt mir jetzt ein junger Bursche, der begonnen hat zu studieren, weil er eben gesagt hat, das klingt ganz gut, Soziologie oder so irgendwas war das Thema, und ist auf der Uni gelandet und hat gesagt, ich habe noch im ersten Semester aufhören müssen, weil dort kann ich nicht studieren. Dort muss ich das lernen, was der Professor, der Vortragende sagt, und wenn ich das antworte, was der will, dann habe ich ein gutes Ergebnis. Ja, aber so stelle ich mir ein Studium nicht vor. Das ist dann schon, das ist einer der wenigen, der sagt, da stimmt was nicht, ich mache da nicht mit. So, jetzt sind aber, kannst du sagen, und es gibt eine Studie darüber, rund 3% bis 5% der Bevölkerung sind freisinnig. Also sowas wie wir. Und der Rest ist sehr dankbar und dafür, dass man ihm sagt, was er eigentlich tun soll, damit er keine Probleme hat. Und das ist das Thema, ne? Also mach das so, wie es dir vorgeschrieben wird, und dann wirst du eigentlich ein ganz komfortables Leben haben. Ja, irgendwann kommen sie halt dann drauf, die Menschen, da stimmt halt was nicht. Ne? Jetzt der Zulauf zum Corona-Widerstand, den beobachte ich sehr, dass der sehr stark ist. Und wäre schon wichtig, den Menschen zu sagen, das, was da passiert, das hat alles schon vor 20, 30, 40 Jahren begonnen, weil wir aufgehört haben. Ich sage jetzt wir, ich versuche also das wir sehr selten zu verwenden, aber ich kann jetzt nicht sagen, weil du. Das ist eben die Gesellschaft als solches hat uns dorthin trainiert, dass man nicht Eigenverantwortung übernimmt, dass man immer einen anderen Schuldigen sucht. Nicht? Also, das ist ja ein Irrsinn. Nicht? Ich muss als Unternehmer oder als Arbeitgeber muss ich Vorsorge treffen für einen Mitarbeiter. Ja. Und eine Vorsorge in dem Sinn, dass er sich nicht verletzt. Wir haben eines der irrsinnigen Sachen. Da fällt mir ein, der Ausruf bei der U-Bahn, dass man soll diesen Spalt beachten, dass man nicht reinfällt. Ja. Ich meine, erstens einmal hört das ja keiner, weil er sowieso die Kopfhörer auf hat. Aber zweitens, wo ist die Eigenverantwortung? Ne? Ja. Also. Das nimmt man sukzessive den Kindern weg, diese Eigenverantwortung. Da ist es jeder, der jetzt Kind in die Welt setzt, aufgerufen, dafür seinen Beitrag zu leisten, dass wenigstens das, was man selber nicht mehr hat, an Eigenverantwortung oder abgegeben hat, dass man das wenigstens den Kindern zuteilkommen lässt. Und das funktioniert schon. Also ich kann da schon beruhigen, unsere Kinder sind auch groß geworden. Karl Valentin hat einen guten Satz dazu, ja, man muss die Kinder nicht erziehen, sie machen eh alles nach. Auch das ist es. Also einfach lebt vor und sie machen es nach. Gell? Und dann haben wir schon, wenn wir das schaffen, haben wir dann bald doch vielleicht die eine oder andere Generation dazu gewonnen, die dann freisinnig ist, dass man auf 5-10% kommt. Und wenn wir bei 10% sind, dann kann man, bin ich überzeugt, in der Gesellschaft doch verändern. Über Corona im gesundheitlichen Aspekt brauche ich mit dir, glaube ich, nicht sprechen. Wir beide sind uns da einig, dass das rein eine gesellschaftspolitische Sache ist. Wie kommen wir aus diesem Maßnahmenchaos wieder raus? Wenn man rauskommt, ich glaube, es ist eher die Frage, wie der Einzelne durchkommt. Von der Politik braucht man sich nicht erwarten, dass sich da was ändert. Also weder die Demonstrationen werden da was Großes bewirken, auch die sehr wichtig sind. Auch die vielen E-Mails, die an die Parlamentarier geschrieben werden oder abgewartet oder verschiedene Stellen in
das Land hat im Anordner der Verantwortlichen. Denke, es ist passiver Widerstand, das ist das Richtige, also ich mache da nicht mit, was immer nur geht, einfach nicht mitmachen und andere dazu motivieren, überzeugen, das auch so zu machen. Sich gut informieren, ist ganz wichtig, ich merke das ja immer in Gesprächen, dass die Angst da ist, ja, wann da jetzt eine Kontrolle ist, was mache ich dann, dass man eben weiß, was sind eigentlich meine Rechte als Bürger, als Mensch. Ja. Wir haben ja die Menschenrechte, die glaube ich werden ja nicht ausführlich in den Schulen gelernt oder informiert. Das wäre ganz gut, wenn sich jeder mal hinsetzt und sich mal die Menschenrechte anschaut. Und ganz besonders ist der schönste Punkt, ist ja eben der Punkt 30, der letzte eigentlich in den Menschenrechten. Magst du ihm vielleicht einmal sagen? Ja. Genau, weiß ich jetzt nicht, aber darum geht es. Dann lass mich bitte, niemand hat das Recht, dir diese Rechte und Freiheiten wegzunehmen. Das ist der Paragraph 30 der Menschenrechte. Und irgendeinen Grund noch anzuführen, egal welcher Grund. Steht dann genau, dabei. Niemals. Ja, also egal welcher Grund ist, diese Menschenrechte dürfen nicht genommen werden. Und das ist nochmal ein Unrecht, sich in mir vorzuschreiben, wie meine Atemluft konsumiere, mir vorzuschreiben, wie ich zu Hause lebe, wie ich mit meinen Freunden zusammentreffe. Oder zu wo es die Informationen, die wir da haben, die sind halt für mich nicht brauchbar. Günther, nochmal zurück zur Politik. Also wenn jeder in Eigenverantwortung handeln soll, für was braucht man die Politik überhaupt? Beziehungsweise, wenn man dir die Stimme gibt, was bockst du an? Wie kann man sich das vorstellen? Mir braucht man mir nicht die Stimme geben. Man nimmt selber die Stimme und sagt, okay, ich möchte selber was tun. Und ich gehe den Weg ins Bezirksparlament, in den Gemeinderat. Ich möchte mich für die nächste Wahl aufstellen lassen. Ich möchte mich vorbereiten. Wir haben ein 10-Punkte-Plan oder Programm. Zufällig habe ich das da liegen. Da geht es natürlich immer darum, dass die Selbstbestimmung gestärkt wird. Und Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Und das muss man halt auch trainieren und üben in der Argumentation, im Umgang mit den Medien, mit den anderen Menschen, in der Diskussion. Und da helfen wir dabei. Wir helfen dabei, dass jeder für sich selber regional den Umschwung erzielen kann. Politischen Leitplanken vorlesen. Nummer 1, Freiheit hat Vorrang. Freiheitsprinzip als Voraussetzung der Menschenwürde. Zweitens, Produzieren kommt vor Verteilen. Eigentumsprinzip als Voraussetzung der Privatautonomie. Drittens, Vielfalt und Wettbewerb wagen. Wettbewerbsprinzip als Voraussetzung des Freihandels. Viertens, gleiche Regeln statt bevormundende Gleichmacherei. Rechtsstaatprinzip als Voraussetzung begrenzter Staatstätigkeit. Zwang zerstört Freiwilligkeit. Das passt ja wie die Faust aufs Auge zur momentanen Situation, oder? Zwang zerstört Freiwilligkeit. Begrenzung von Zwang als Voraussetzung der Eigenverantwortung. Das haben wir vor 8 Jahren geschrieben. Vor 8 Jahren? Haben wir das zusammengeschrieben, ja. Mit so einem Parteiprogramm waren wir in dieses Schlamassel gar nicht reingekommen. Nein. Selbstbestimmung geht vor Mitbestimmung, weniger Steuern, gut. Das sagt sowieso jede Partei, mit einem Unterschied. Die anderen sagen es, damit sie die Stimme kriegen und dann fahren sie wieder über uns drüber. Genau. Zivilgesellschaft als Modell der Zukunft, Ordnung und Sicherheit durch Freiheit, Solidarität als Nothilfe und nicht als Bevormundung. Lieber Günther, wie kann man dich unterstützen? Wo findet man dich im Internet, wenn man sich informieren will über deine Ansichten, deine Parteien? Ja, also man findet uns auf der Webseite freidemokraten.at. YouTube gibt es auch ein paar Videos. Auf Telegram gibt es eine kleine Seite-Gruppe, die aktiv ist. Mich findet man noch auf Facebook. Das mache ich nur sporadisch. Es kommt ganz neu. Ist jetzt in Bewegung die MyFair. Da kommt. Das ist eigentlich schon verfügbar.
das auf Kryptotechnologie geht, da kann man gar nicht mehr eingreifen. Also da kann niemand eingreifen und sperren oder löschen. Und da kann man seine Meinung hinausgeben. Man sollte aber schon, das ist schon auch der zweite Appell, den ich habe, in der Diskussion einen Stil bewahren. Das heißt, es ist dann notwendig, die Menschen zu beschimpfen, wenn er anderer Meinung ist, sondern man kann seine Meinung auch in Ruhe und Gelassenheit darstellen. Und die Diskussionskultur ist verbesserungswürdig allgemein. Wie kann man uns unterstützen? Habe ich das beantwortet? Ja, gell? Hast du beantwortet. 95% der Zuseher auf dem Kanal Das Recht auf Wahrheit sind erwachte Menschen, sind freiheitsliebende Menschen, die wissen, worum es da geht. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Der Günther stellt uns regelmäßig Räumlichkeiten zur Verfügung, wo wir unsere Infoabende stattfinden lassen können, wo wir die Bevölkerung informieren, was da gerade abgeht mit diesen Maßnahmen. Herzliches Dankeschön. Ja. Falls du noch etwas richten möchtest an diese 95%. Ich sage nur danke, dass ihr da aktiv seid und vor allem dir auch. Das Engagement, ich finde das sehr toll und ich sehe, da wird gute Arbeit geleistet und deswegen unterstütze ich das gerne. Vielen Dank, das war nicht ausgemacht. Ja.